Hey Leute, was geht ab? Anime Drip hier. Ich hoffe, es geht euch allen soweit sehr gut. In diesem Video geht es, wie ihr auch schon in der Überschrift lesen könnt, um ein Ranking über alle Naruto Arcs. Das Ranking habe ich nicht alleine gemacht, sondern mit Seban Amikaze. Er hat den ersten Part auf seinen Kanal schon hochgeladen. Außerdem haben wir beschlossen, den zweiten Part auf meinen Kanal hochzuladen und den dritten Part wieder auf seinen Kanal. Daher abonniert gerne seinen Kanal, damit ihr den nächsten Part nicht verpasst. Den Link zu seinem Kanal und zu dem Video findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten Leute, viel Spaß mit dem Video. Okay, dann kommen wir jetzt zu Kazekage Rescue Mission. Okay, Kazekage Rescue Mission, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch cool. Ich sag mal direkt aber, wie ich sehe. Also ich sag mal direkt, B-Tier. Weil es hat coole Momente, wie jetzt eben mit Sakura gegen Sasori und Omashiro natürlich. Du hast, das ist natürlich auch im Endeffekt der Highlight von, der Highlight-Fight von Sakura, finde ich, in ganz Naruto. Sehr traurig. Ja, du hast Sasori-Flashback. Du hast im Endeffekt generell den ersten Einstieg von irgendwelchen Akatsuki-Mitgliedern, wo du so wirklich, wirklich in Aktion siehst. Das mit Kisame und Itachi, finde ich, zählt jetzt in Classic nicht. Du hast im Endeffekt den Fight von Deidara gehabt, als den allerersten richtigen Akatsuki-Fight. Und ich muss sagen, gerade mit Gaara, so, du warst so, wow, der ist jetzt einfach Kazekage, weißt du, der ist nicht so irgendwie Shunin, der ist nicht Yonin, sondern der ist einfach Kazekage, Bro, der ist einfach ein Kage. Naruto ist back, also er hat sein Training gehabt und Gaara ist Kage, das war crazy. Und dann wird er direkt gefordert und du siehst halt, was so ein Kage machen muss. Du hast halt einfach Deidara, der halt auch geisteskrank halt eben seine geilen Attacken macht. Also ich fand die Attacken sehr cool. Du musst halt auch sagen, so Deidara hat jetzt eigentlich keinen direkten Land hier. Deidara hat jetzt nicht wirklich direkt irgendwie Gaara gefetzt, also Gaara hätte safe auch noch seinen Mini-Insektenbomben weiterfighten können, aber du hast halt gesehen, so yo, wie besiegst du einen Kage, indem du einfach auf das gehst, was er schützen muss, und Gaara verpflichtet sich hier halt wirklich alle zu schützen, ist ja so schon ein bisschen so der Held des Dorfes. Im Endeffekt hast du halt die Rescue von ihm mit dem coolen Kampf von eben Sakura. Du hast ein bisschen so Deidara-Fight gegen Naruto und Kakashi, wo auch Kakashi im Endeffekt alles so geisteskrank saved mit seinem ersten Mal Mangekyou Sharingan benutzen. Ja, du hast ein bisschen so Rock Lee und halt Team Guy Action und so, aber das ist nicht so krass relevant. Ja, und das halt, was auf jeden Fall für den Arc spricht, dass ich ihn trotzdem halt auf B-Tier packe, ist halt einfach, weil das für mich Naruto Nostalgie ist. Das ist genau das, was ich damals als Kind im Fernsehen angeschaut habe. Immer lief dieser Arc. Deswegen ist das für mich Nostalgie pur und deswegen kommt es halt bei mir auf jeden Fall auf B-Tier. Es ist halt aber trotzdem der Ruhe vor dem Sturm, deswegen bleibt es noch so ein bisschen weiter low. Stimme ich dir hundertprozentig zu, wo du gesagt hast, ich würde das auf B-Tier packen. Dreimal das raten, wo ich das hingepackt habe. Einfach auf B-Tier. Nice. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand es an sich sehr, sehr abwechslungsreich, dass wir nicht direkt zum Beispiel mit Konoha gestartet sind. Ja. Sondern mal ein bisschen was anderes mit Sunagakure, dass wir Gaara gesehen haben, dass wir auch die ganzen Ninjas auch wieder kennengelernt haben. Wir haben zwei Akatsuki-Mitglieder gesehen, wir haben Sakuras ersten Kampf gesehen, wo wir uns auch einfach gedacht haben, okay, die hat extrem große Fortschritte gemacht, da wird auch in Zukunft was kommen. Kleiner Spoiler, in Zukunft ist natürlich nichts gekommen. Ansonsten, ich fand die Kämpfe ganz gut tatsächlich. Also ich fand den Kampf mit Omachio Sakura gegen Sasori ganz gut. Ich fand den jetzt nicht natürlich so wirklich so, also nicht mit Highlands gepickt, aber der Fight an sich war echt gut. Wir haben Deidara gesehen, wir haben auch Deidaras Zerstörungskraft gesehen, wir haben auch gesehen, was er auch wirklich alles so kann, wir haben Gaaras Fortschritte gesehen, dass wir auch gesehen haben, okay, der Typ kann wirklich mit Akatsuki mithalten, obwohl er noch so jung ist. Und ja, wir haben schon generell, sag ich jetzt mal, so einen guten Einblick bekommen, so von der Stärke von Akatsuki. Ja. Das ist mal ein guter Arc gewesen, um einzusteigen. Genau. Okay, dann so. Ja, okay, und jetzt hier Kakashi Gaiden nehmen wir auch nochmal mit rein. Kakashi Gaiden, so, was haben wir da alles gehabt? Du hast im Endeffekt einfach nur Kakashis Backstory gehabt. Mit Obitos Tod, mit, ich weiß gar nicht, mit Rin ist nicht dabei, ne? Mit Rins Tod. Nee, ne? Das gehört da nicht dazu, oder? Selber nicht mehr so gut im Kopf, nicht ehrlich. Ich bin's ehrlich, da weiß ich auch gar nicht. Also, du hast auf jeden Fall, also ich schau mal ganz schnell nach, scheiß auf, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir das nicht wissen. Ich glaube, nee, ich bin mir zu 100% sicher, dass das nicht drin vorkam, das kam viel später. Genau, du hast im Endeffekt Kakashi mit, du hast Obitos Tod. Du hast, klar, die Fights gegen diese Iwagakure-Ninjas, wo so ein bisschen so der Beef ist zwischen Kakashi und Obito, nachdem Rin hier entführt wurde.
Ja, im Endeffekt ist das der Main Focus. Du siehst so ein bisschen so, wie Obito der Loser ist und Kakashi halt wirklich auftritt in seinem Alter und halt einen krassen Rang nach dem anderen bekommt. Und so ein bisschen so Minato-Action hast du. Ist ja auch ganz geil, im Manga hast du so ein bisschen so Action vom vierten Hokagen schon relativ früh. Bekommst du ja im Anime ein bisschen später. Ich finde es eigentlich so sogar geiler platziert, wenn es darum geht, halt mal was vom vierten Hokagen zu sehen. Ja, also ich würde sagen, von meiner Seite aus ist halt ein cooler Arc, aber es ist halt ein Flashback-Arc. Also so im Endeffekt kommt da jetzt auch nicht geistkrank viel vor, ist aber cool halt für die Vergangenheit. Du hast im Endeffekt einen Obito, der halt im Endeffekt einen ehrenhaften Tod gestorben ist. Ich würde sagen, ja, auch so ein C-Tier, weil das ist jetzt nicht nichts geisteskrankes, aber ich meine, es ist solid. Ja, guck mal, ich habe auch überlegt, das auf B-Tier zu packen. Dann ist mir eingefallen, okay, Rin und so wird ja noch nicht da so wirklich thematisiert. Oder auch Minato und so, weil ich hatte das erstmal im Kopf gehabt. Aber von Kakashi Gaiden hatten wir generell ja nicht so viel gesehen. Wir haben ja eigentlich nur mehr oder weniger gesehen, okay, wie hat Kakashi gegen andere Jonins gekämpft und wie ist Obito gestorben. So, deswegen würde ich sagen, ich habe es erstmal auf B gelassen. Aber dann habe ich das tatsächlich doch auf C gepackt. Also so gecatcht habe ich das wieder jetzt nicht. War cool. Aber wenn ich dann so vergleiche, okay, mit der Rescue-Mission so vom Kasekage, ich finde, das kann man nicht so gleichstellen. So, deswegen würde ich das auch auf C packen. Okay. Als nächstes haben wir Tenchi Bridge. Was sagst du dazu? Tatsächlich so. Also mich hat das jetzt nicht unglaublich geflasht. So rückblickend. Klar, wir haben jetzt auch gesehen, okay, Naruto ist ausgerastet. Und wir haben auch gesehen, okay, Amato, der hat ja die Kräfte von Hashirama gehabt. Beziehungsweise einfach das Wood-Style. Und der war eigentlich dafür da, dass er einfach so den Kyuubi in Naruto in sich einfach zähmt. Und dann haben wir gesehen seine Wutausbrüche, wir haben seine Kraft gesehen, wir haben Orochimaru gesehen, wie er auch ein bisschen so mit dem Kyuubi gespielt hat. Dann haben wir nochmal Kabuto gesehen, wie er zum Beispiel Sakura geheilt hat. Ich glaube, das war Sakura gewesen. Und wo er gesagt hat, okay, so ihr seid ja auch gegen Akatsuki, so das ist ja schon mal was Gutes. Kabuto hat Sakura geheilt? Ich glaube schon. Ich kann mich nicht daran erinnern. Meinst du, wo hat er die geheilt, nachdem Naruto ihr die Klatsche gegeben hat, oder? Genau, wo Naruto ihr die Klatsche gegeben hat. Boah, dann kann ich mich gar nicht erinnern. Dachte ja zum Beispiel, dass Kabuto sie dann umbringt oder so, und er hat sie einfach nur geheilt. Boah, also das ist wirklich eine Sache. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Nee, ich glaube auf jeden Fall, Kabuto hat auf jeden Fall jemand geheilt. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass das Sakura war. Aber ja, an sich so viel hat mir der Dings jetzt mal der Arc nicht gegeben. Es war ja einfach so gewesen, dass Kabuto eigentlich mit Sasori sprechen sollte. Genau. Ja, Yamato hat ja so getan, als ob er Sasori wäre. Kabuto hat es einfach durchschaut. Aber großartig geflasht hat mich das jetzt nicht. Sei es okay gewesen. Und dann haben wir noch, das wäre da gewesen, wo zum Beispiel, war Sasuke da? Nein, oder? Doch, Sasuke mal am Ende, meinst du? Ja, genau. Ganzes Ende, ja. Genau, wo Sasuke da war und so, danach, der seine eine Attacke da anwenden wollte. Man munkelt ja, dass es Kirin war. Ja, das hätte aber niemals funktioniert. Er hatte kein Gewitter über sich, ich weiß nicht, also ich sag ehrlich, das hätte nicht geklappt. Ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat. Ich habe keine Ahnung, was sich Orochimaru gedacht hat, wo er gesagt hat, mach es lieber nicht und so. Vielleicht war es auch einfach ein Bluff. Ja. Ja, auf jeden Fall, so habe ich gesagt, okay, so, es war cool, Sasuke zu sehen, weil du hast aber bei Sasuke gesehen, okay, der Typ hat extreme Fortschritte gemacht und Naruto jetzt nicht so wirklich. Der gar nichts hat er gerissen, nichts. Nee, also in den 3 Jahren hat Naruto nicht wirklich viel gemacht, meiner Meinung nach. Aber hier ist Sasuke, der hat ja extreme Fortschritte gemacht. Ja. Aber du hast halt auch gesehen, so ein Sasuke, der hat halt trotzdem so, der war noch nicht so in die Dunkelheit verfallen. Der hat so alle einfach so am Leben gelassen. Der hat alle weggefetzt, seine ganzen Trainings- oder Sparringsgegner, aber ja, alle am Leben gelassen. Ja, also, boah, was soll ich sagen? Ich sag ehrlich, also Sai war ich überhaupt, also, ja, so im Nachhinein, okay, aber ich war so zu dem Zeitpunkt wirklich überhaupt null Fan von Sai. Ich habe es auch nicht so gefeiert, dass, also ich verstehe jetzt, also ich weiß es vielleicht auch gar nicht mehr, aber ich verstehe gar nicht, warum man sich jetzt in, also Kakashi war ja irgendwie down wegen dem ganzen Mangekyou Sharingan genutzt, aber ich bin mir ehrlich, ich weiß nicht, ob es da einen Yamato gebraucht hätte. Also Yamato war auch sowas so okay, aber ich fand jetzt irgendwie Yamato so als irgendwie so, dass wir so ein temporäres anderes Team 7 hatten, wo im Endeffekt 2 Mitglieder da waren und 2 Mitglieder halt einfach neu waren und halt ein Mitglied von den 2, die da sind, halt einfach dann außer Kura war, weiß ich jetzt nicht. Also das war jetzt nicht so der Vibe, fand ich.
Dann hast du halt wenigstens Naruto das erste Mal gesehen, wie der so in seine Form geht, also in seine Ninetales-Form, wo er halt ein paar Meerschwänze hat und halt keine Kontrolle mehr drüber hat. Von der Jiraiya berichtet hat, wie das da ausgehen kann. Da ist klar, okay, Yamato so ein bisschen als jemanden, der das halt abblocken konnte oder halt gegensteuern konnte mit seinem Holzhutsu. Dafür war es halt sinnvoll, das kann ich ein bisschen verstehen. Aber ob es dann nicht halt irgendwie dann, also wieso es dann so ein Seil braucht oder so, oder ob dann das nicht irgendwie da hätte kombinieren können, weiß ich jetzt nicht. Also ich bin jetzt nicht der Fan so von der ganzen Kombi. Natürlich Naruto gegen Orochimaru war cool. Ja, also ich weiß nicht, ich kann aber gar nicht so viel mehr dazu sagen. Ich habe es gar nicht mehr so krass im Kopf und ich habe es jetzt auch also nicht so krass flashend im Kopf. Also es war für mich so ein bisschen so ein Übergang. So klar, du hast Naruto, der so Sakura verletzt hat, aber auch sowas hat er da jetzt krass raus mitgenommen. So irgendwie so, der war so voll gedownt, hat gesehen, dass er halt nichts erreicht und verletzt dann auch seine Leute. Also so ein bisschen so, ja, ich fahre jetzt hin, um dann halt wieder aufzustehen. Aber ja, keine Ahnung. Also ich habe jetzt irgendwie das Fallen auch nicht so gefühlt. Also ich würde dem Rang, dem Arc, glaube ich, wirklich ein D-Tier geben. Ja, also guck mal, ich fand zum Beispiel bei Sai immer so ein bisschen suspekt, man wusste ja auch nicht, okay, wer das ist und so. Man wusste ja zum Beispiel, dass er ein bisschen Kontakt zu Danzo hatte. Mhm. Und man wusste ja auch nicht so wirklich, wer Danzo war. Du hast den Namen ja ein paar Mal gehört, aber du hast ihn ja zu den Zeiten, glaube ich, auch gar nicht gesehen. Also Naruto Classic wusstest du ja, also gab es den ja gefühlt gar nicht, den Danzo? Nee, gar nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es den irgendwann überhaupt gab. Ja, genau. Ansonsten, ich fand den Arc okay, so, aber ich fand Sai und Yamato auch ein bisschen fremd und auch nicht mehr so Team 7-like. Und ja, ich würde sagen, auf C-Tier. Ich fand den Arc aber so persönlich auch ein bisschen langweilig. Okay. Genau, dann haben wir nochmal Akatsuki Suppression Mission und ja, du kannst mir sagen, wie du das einfach einordnest. Also Hidan und Kakuzu waren auf jeden Fall mal, würde ich sagen, also ich sag ehrlich, so Sasori war cool, Hidan war aber cooler, fand ich. Mhm. Und ich würde sagen, so Kakuzu und Hidan, die sind so ein bisschen so über Sasori, aber finde ich immer noch unter Hidan. Aber ich fand also Azuma war schon cool, gerade jetzt auch da, weil er so gerade frisch so mit Naruto ein bisschen so vertieft wurde und Naruto bei seinem Training geholfen hat. Der hat jetzt so versucht, das Rasengan weiterzuentwickeln, als Konsequenz daraus, dass er gemerkt hat, dass er irgendwie nichts mit Jiraiya krass Neues gelernt hat. Und dann versucht er irgendwie aus seinem A-Rang-Jutsu einen S-Rang-Jutsu zu machen. Und da hat ihm ja Azuma, wie gesagt, ein bisschen geholfen. Du hast auf jeden Fall einen geilen Trainingsarc von Naruto. Du bekommst auch mal ein paar Sachen erklärt, wie dass sie da sein Chakra-Element hat und so. Wenn du jetzt aber auf den Fall direkt halt eben von Team Azuma gegen Hidan und Kakuzu kommst, dann ist an sich ganz cool. Ich finde, da beginnt auch so ein bisschen so die goldene Ära von Naruto. Habe ich auch so ein bisschen so als Meinung von Ruffy. Weil er das ja auch so ein bisschen so da deklariert hat und ich finde das auch, dass das so ein bisschen so der Einstieg ist, eben in diesen Rache-Arc, wie man das wie man es halt eben sehen kann. Und es ist ein cooler Einstieg. Shikamaru auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt einer meiner Lieblingscharaktere. Ja, was soll ich sagen, an sich ganz cool. Du hast halt nicht ganz komplett Team Azuma gehabt erstmal, sondern halt auch die zwei, die wirklich komplett nicht jucken eigentlich, plus halt Aoba, von dem man sehr wenig gesehen hat. Du hast ein bisschen so Kopfgeld-Mathematik, du hast halt mit Shiriku. Ist schon alles ganz cool, ist aber halt so ein bisschen so der Einstieg, so richtig geil wird's halt mit Azumas Tod. Und dann halt so ein bisschen, halt ab dem Moment, wo halt der Arc kommt und es losgeht, dass halt wirklich Naruto dabei ist mit Kakashi und wirklich Team Azuma ohne Azuma und dann so der Hauptfight kommt, ab dem wird's cool. Ich würde sagen, so overall rank ich's mal in C oder B. Boah, ich würde sagen B- ein. Also ich finde von den ganzen B-Dingern B-, weil es halt der Einstieg ist in das, was halt zu Naruto Prime wird. Auch wenn natürlich hier Shikakus Gespräch mit seinem Sohn auch übelst cool war. Oh, mit dem Film. Okay, ich gehe B+, B+ ist es. Ja, genau, ich habe es eigentlich auch auf B gescaled. Also ich fand Kakuzu an sich als Charakter ziemlich gut. Auch mit Hidan zum Beispiel. Ich fand, die waren echt ein cooles Team. Aha. Kakuzu wurde auch sehr stark dargestellt, meiner Meinung nach. Ansonsten, du hast ja den Fight gesehen mit Kakashi, Shikamaru. Ich würde jetzt Choji und Ino mal rausnehmen, weil die haben nichts hingeschissen bekommen. Der Choji hat einfach die Sakura dort gemacht, wo der Hidan attacked hat. Mhm. Der hat einfach fast den Instant Death kassiert. Also ich fand die auch extrem irgendwie... Also die hatten in dem Kampf einfach nichts zu suchen. Shikamaru war jetzt auch nicht so der Stärkste, aber der hatte wenigstens IQ und der hat auf jeden Fall Hidan wirklich auch mehr oder weniger auseinandergenommen. Ja, komplett hops. Also auch, was er für einen Plan geschmiedet hat und so, das hat er auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht.
Kakashi war sehr, sehr cool. Der Kampf auch gegen Kakuzu. Am Ende zum Beispiel jetzt auch, dass Naruto das Rasen Shuriken erlernt hat. Dass er auch jetzt mittlerweile in der Lage ist, einen so starken Charakter wie Kakuzu zu bezwingen. Ansonsten, du hast eigentlich auch schon die meisten Punkte genannt. Also ich fand die Kopfgelder an sich Thematik sehr, sehr cool, was auch ein bisschen danach vernachlässigt wurde, was ich auch ein bisschen schade finde, aber ist jetzt einfach so. Was ich auch noch gut fand, also was heißt gut, aber Asumas Tod war natürlich sehr, sehr traurig. Und deswegen würde ich sagen, auf B-Tier. Also, ne, also ich finde Ruffy, also ich gucke seine Videos leider nicht und so, aber ich finde, der hat schon recht, wenn er sagt, okay, das ist jetzt die goldene Ära, damit fängt es langsam an. Ja, also, auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ich gehe auf jeden Fall auch mit der Meinung mit, dass das mit den Kopfgeldern sehr schade ist. Also, da hätte man sehr cool irgendwie das auch auf Real Life beziehen können oder so umrechnen können. Das kannst du ja bei One Piece gerade so stark machen, was halt voll interessant ist. Und da finde ich ein bisschen verschwendetes Potenzial, weil du dort keine Richtwerte hast. Vor allem, du hast ja im Prinzip einfach Kopfgelder für positive Leute dort quasi, weil du hast ja Kopfgeld gehabt für Leute, die Feudalherren beschützen. Ja, deswegen, das ist ein bisschen schade drum, aber im Endeffekt ging es ja auch nicht krass darum, sondern sollte einfach so ein kleines Nebengimmick sein. Ja, genau, das war ja ein bisschen mal auch bei Dings. Ich glaube, Sasuke war auch auf diesem Bingo-Buch, also auf den Leuten, die gesucht wurden, glaube ich. Mhm. Aber so großartig thematisch, also thematisiert wird das jetzt auch leider nicht. Ah, da muss ich aber ganz kurz korrigieren, ne? Es gibt verschiedene Bingo-Bücher, ne? Also das, was jetzt da beispielsweise Kakuzu verfolgt hat in dem mit Asuma, das ist so ein Schwarzmarkt-Bingo-Buch. Und da gibt es noch so eigene, so von jeweils halt den großen Nationen und halt eben von Akatsuki nochmal ein eigenes. Also da, das hängt nicht ganz miteinander zusammen, das sind so ähnliche Sachen. Ah, okay, okay. Da habe ich das falsch in den Druck. Das kannst du bei dir rausschneiden, wenn dich das nicht juckt, ne? Also kannst du rausschneiden, wenn du sagst, das brauche ich nicht. Das kannst du auf jeden Fall drinnen lassen, das ist so gut. Ja, ich werde da, by the way, mein nächstes Shot wird genau damit zu tun haben. Digga, Kakashi ist einfach ein Bingo-Buch, ne? Auf der ersten Stelle in Kirigakure, der ist der meistgesuchte Mann in Kirigakure. What the fuck, was hat der Kirigakure angetan? Digga, ich sag ehrlich, wahrscheinlich irgendwas halt im dritten Shinobi-Weltkrieg, ne? Vielleicht sogar wird ihm das sind so kleine... Ja, ja. Ah, ey, das kann wirklich sein. Ja, der hat ja auch Rinbarschlösser befreit, als sie entführt wurde, mal wieder, die Dumme. Aber Ehrenfrau, ich mag die. Und vielleicht, als ja Obito da alle gekillt hat, nachdem er das mit Rin gesehen hat, vielleicht wurde ja das irgendwie Kakashi auch in die Schuhe geschoben, wegen, ja, der hat den Sharingan und so. Ey, das könnte echt gut sein. Also, das ist eine sehr, sehr gute Theorie. Sehr ja. Stark. Also, es wird auf jeden Fall mein Short werden. Du bist ich bin einfach auf Naruto-Fandom gegangen, hab mir einfach mal ein bisschen so geguckt, weil du findest da immer ganz interessante einfach so Side-Facts und dann kannst du ein bisschen dazu gucken, was so passiert, ne? Digga, das mit dem Bingo-Buch-Ding, das ist in Folge 7 im Classic passiert. Ey, das ist geil. Das ist wirklich geil. Ja. Das war auch sehr, sehr coole Thematik, Bro. Ich bin gespannt auf das Video. Es ist halt ein TikTok. Geht das 8 Minuten oder so? Nein, das wird ein TikTok werden. Aber ich kann da vielleicht mal ein Video so machen zu irgendwie so Sachen, die man nicht Naruto weiß oder so. Es gibt halt solche Videos, aber dass ich so meine Shorts nehme, wo ich so ein paar so Facts so spitte, dass ich die halt dann irgendwie damit aufbaue oder so oder mit reinnehme. Genau. Wenn es das eigentlich mehr oder weniger so alles auf ein Video so verpacken, ne? Das ja, genau. Okay. Ey, sehr cool. So, ey, was haben wir als nächstes eigentlich? Itachi Pursuit Mission. Kann ich überhaupt nicht aussprechen, aber okay, was sagst du zu dem kleinen so Zwischen-Arc, sagen wir mal, weil der ist so in diesen Top 3 Arcs, würde ich sagen, so ein bisschen so dazwischen, so also bei diesen goldenen Ära Naruto Arcs, der so ein bisschen so einen kleinen Überleitungs-Arc darstellt, mit natürlich trotzdem coolen Momenten, was sagst du dazu? Ich sag dir ganz ehrlich, kurz und knapp, also was heißt kurz und knapp, ich werde mich natürlich ein bisschen ausführlicher äußern, ich hab's auf A platziert, einfach aus dem Fakt. Klar war das so ein Zwischending gewesen, klar war das auch eine kleine Vorbereitung auf den Kampf gegen Itachi. Ja. Aber ich fand den Kampf zwischen Deidara und Sasuke sehr, sehr gut gelungen. Also du hast Sasuke gesehen, du hast auch einen Deidara gesehen, du hast auch gesehen, okay, die kämpfen schon relativ gleichwertig mehr oder weniger. Also so dachte man das. Und dann hast du einfach gesehen, dass Sasuke wirklich jeden Schritt von Deidara einfach schon wirklich gesehen hat. Dann hast du auch die ganzen Flashbacks gesehen, auch in Bezug zu Itachi, dass Deidara auch gesagt hat, okay, hier, ich mag den ja überhaupt gar nicht und so, seine Kunst, die ist ja wirklich vollkommen. Und dann, ja, also ich fand den Kampf sehr, sehr geil. Du hast auch wirklich Big Brain gesehen von Sasuke, dass er einfach wirklich Deidara durchschaut hat. Und ja, was gibt es da noch zu sagen? Dann hast du Obito gesehen, also beziehungsweise Tobi. Tobi, ja. Dann hast du auch gesehen zum Beispiel, dass Sasuke den einfach getroffen hat mit dem Schwert. Dann steht einfach Obito einfach so auf, hier, ne, macht da ein bisschen seine Späße und so.
Da dachte sich auch Sasuke zum Beispiel, okay, so, was geht eigentlich bei dem und so. Und Deidaras letzte Attacke fand ich sehr, sehr interessant. Das wird auch ein bisschen unterschätzt, finde ich. Also in einem Radius von 10 Kilometer bist du eigentlich tot. Ja, das stimmt. Also Sasuke hatte wirklich Glück, dass er Manda hatte. Jetzt so kam, dass den vertrauten Geist aktiviert hat von Manda und dass Manda ihn gerettet hat. Also ja, ja. Gegen seinen Willen zwar, aber... Sonst wäre Sasuke down. Also Deidara wirklich sehr, sehr guter Kampf, also sehr, sehr guten Kampf geliefert. Sasuke ihn natürlich durchschaut, aber auch am Ende gegenüber so ein bisschen auch unterschätzt. Ja. Aber ja. Also ich würde sagen, ohne Spaß, ja, auch wenn es im Endeffekt nicht so ist, Deidara hat eigentlich sein Ziel erreicht. Ohne Spaß, Deidara hat einfach hier einen Uchiha Hops genommen. Also wirklich nur, weil er sich irgendwie halt Plot-Armor-mäßig safen konnte mit einem vertrauten Geist. Also der hätte, also klar, mit einem Suizid im Endeffekt, aber er hätte ihn einfach komplett Hops genommen. Ja. Ich finde es halt auch ganz cool trotzdem platziert, weil du hast halt so, also Naruto hat so ein bisschen so jetzt ein Highlight mal erlebt und geht direkt los, ja okay, ich hole mir jetzt Sasuke, indem wir halt einfach Itachi jetzt fetzen, und dann hast du halt einfach so Sasuke, der halt jetzt einfach richtig aufdreht, der da fetzt erstmal Orochimaru und du denkst dir, wow, ich dachte Naruto hat es jetzt endlich mal geschafft ein bisschen ranzukommen, und dann siehst du Sasuke, wie der Orochimaru zerfetzt, wie der da seine Teammates ranholt, sich sein eigenes neues Team aufbaut, er geht hin und zerlegt komplett Deidara, klar, im Endeffekt kannst du es trotzdem als Win für Deidara sehen, weil es ein Unentschieden geworden wäre, aber er zerlegt ihn trotzdem auf so vielen Ebenen, weißt du, während so ein Deidara sich gefühlt alle so vorbereitet hat, gegen den Uchiha zu fighten, hat ihn, also so Sasuke ihn wirklich mit so spontanen Sachen komplett hops genommen, und du denkst dir so, okay, guck mal, ich dachte, Naruto hat jetzt irgendwie langsam eine Chance, aber ey, Sasuke ist immer noch auf einem ganz anderen Level, der hat uns bis jetzt nur eine Kleinigkeit von sich gezeigt, und da kommt noch einiges auf uns zu, deswegen fand ich einfach geisteskrank heftig. Wenn ich jetzt mal das aber so mit den anderen Arcs, die wir so haben, vergleiche, dann würde ich es auf jeden Fall sogar vor Search of Tsunade und so packen. Ich würde es auch auf B-Tier packen. Also, der Sasuke gegen Deidara-Kampf, der carried das komplett, finde ich. Also, ja, ist schon wirklich heftig. Klar, du hast noch Narutos Gespräch mit Itachi, wo du im Endeffekt aber, ich glaube, die Auflösung sogar erst später siehst, was Itachi mit Naruto wirklich beredet hat. Ich weiß gar nicht, ob das da direkt schon aufgelöst wurde, weil im Endeffekt bekommt ja da Naruto auch das Auge von Shisui und so. Also ist schon cool, aber Sasuke gegen Deidara, das carries einfach komplett. Also ich pack's auf jeden Fall bei mir bei B-Tier rein. Sasuke auch natürlich sein Battle-IQ gesehen. Ja. Also dass er auch von vornherein sofort dann auch Deidara durchschauen konnte. Und du kannst auf jeden Fall einen Case machen, dass selbst in Itachi zu dem Zeitpunkt hier mit Curse Mark, dass er auf jeden Fall auf Kage-Niveau ist. Ja. Also, der besiegt einen geschwächten Orochimaru, muss man auch erstmal schaffen. So klar, er war geschwächt und so, er war genervt, aber selbst diesen Orochimaru musst du auch irgendwie besiegen können. Das kann auch nicht jeder. Ja, ich meine, Jiraiya gegen Tsunade, ja. Digga, Jiraiya und Tsunade, 2v1 gegen Orochimaru. Ja, absolut. Dann hast du noch den Kampf zum Beispiel, dass Gaara, also du weißt ja zum Beispiel von Deidara, okay, der hat ja gegen Gaara gewonnen, dann ist er noch wirklich vor Team Guy geflüchtet. Also jeder hat ihn ja wirklich gejagt, der konnte ja wirklich abhauen, ohne Arme, ohne nix. Er ist ja am Ende des Tages ist er wirklich geflüchtet. Und selbst ein Sasuke war in der Lage gewesen, gegen so einen starken Gegner zu bestehen. Und ja, also ich fand das wirklich sehr, sehr überraschend, aber sehr, sehr gut. Vielleicht ist A ein bisschen zu hoch, aber wirklich der Kampf gegen Deidara war sehr, sehr gelungen. Ja, finde ich auch komplett. Okay, nächstes Ding ist dann Tale of Jiraiya. Oh, okay. Ich bin gespannt, was wie du das scannen wirst. Ich bin gerade da sogar ein bisschen überlegen. Tale of Jiraiya? Ich kann ja direkt sagen, ist für mich auf jeden Fall ein A-Tier. Also A definitiv. Ja. Ich würde sagen, sogar von allen A-Tiers auf Platz 1. Also bis jetzt zumindest finde ich schon. Also ich bin generell einer der stärksten Arcs. Du musst halt auch überlegen, so ein Jiraiya, er hätte einfach Hokage werden können. Weißt du, hätte er nicht abgelehnt, hätte er einfach Hokage, also er wäre ja so Hokage gewesen, Junge. Du hast im Endeffekt hier einen Hokage All-Out-Fight. So, weißt du, so, das hatten wir bis jetzt nur mit Konoha Crush. Da hattest du Hiruzen All-Out-Fight und das war's so. So Tsunade hast du nie All-Out gesehen bis jetzt. Ja, und die anderen natürlich, die ersten beiden Hokage hast du noch gar nicht quasi gesehen, nur in ihrer wirklich geschwächten Form. Ein bisschen so ein, zwei Folgen. Das heißt, du hast ja den ersten so, ja, im Endeffekt den ersten nach Hiruzen All-Out-Fight. Und das Ding ist,
du hast halt genau wie bei Hiruzen und Orochimaru hier wieder Schüler gegen Meister. Das ist halt einfach geil, so immer diese All-Out-Fights Schüler gegen Meister. Du hast eine richtig, richtig geile Vergangenheitsszene, wo du so siehst, wie ein bisschen so die Anfänge von Team Jiraiya waren, wie er da gehofft hat, dass halt irgendwie die, da irgendwie einen von denen das Kind das der Prophezeiung ist. Du hast, keine Ahnung, so voll den traurigen Fight, du siehst so die Waisenkinder, die wirklich, du siehst, du das erste Mal auch so was so Krieg ausgemacht hat, so richtig klar. Du hattest schon so Szenen wie Kakashi Gaiden, wo du so ein bisschen was vom Krieg gesehen hast, aber du siehst so das erste Mal, was das für Probleme mit sich genommen hat für die Welt, gerade so als Dorf, wo dazwischen liegt. Und keine Ahnung, Pain, so die erste Präsenz, du hast Jiraiya, der so ein bisschen so sein Wettspielchen mit Tsunade hat, also es baut sich halt krass auf, du hast Jiraiya, der eben wie gesagt all out geht, der uns ein paar coole Fähigkeiten zeigt, der halt auch voll verwundet wird, der verliert einen Arm, wird durchspießt, alles und keine Ahnung, zerlegt ja trotzdem ein Pain, nur weil er halt eben weitermachen wollte und eben schauen wollte und halt eben das Geheimnis einfach lösen wollte, aus Ehrgeiz heraus hat er sich töten lassen. Im Endeffekt hätte er easy entkommen können, das wäre gar kein Problem gewesen, aber er wollte es unbedingt finishen, damit das irgendwie fertig gemacht werden kann und dann sein Abgang, also wirklich selten sowas Emotionales gesehen, auf jeden Fall einer der besten Tode für mich in Naruto. Absolut, stimme ich 100%ig zu, ich kann da eigentlich nichts so mehr hinzufügen. Außer, dass selbst Tsunade irgendwie auch gemerkt hat, okay, so Jiraiya ist tot. Sie hat es einfach gespürt. Oh mein Gott. Das war auch sehr, sehr emotional. Ja, gerade eben bei Naruto mit der Schulter, die dann da von ihm angefasst wurde, von Jiraiyas Geist nochmal zum Abschied. Genau, das stimmt. Also, absolut A-Tier. Der Kampf war sehr, sehr gelungen. Du hast auch Sage Mode gesehen. Also ja, wirklich eine neue Stufe, was wir auch später bei Naruto sehen werden. Stimmt, das war das erste Mal auch, ja klar. Ja, genau. Du hast dann auch gesehen, selbst Jiraiya dann noch, die zwei Frösche mit dem Froschgesang und sowas, dass die selbst in der Lage waren, jemanden wie Pain einfach wirklich in Bedrängnis zu bringen. Ja, das Krötenkomitee. Und du hast auch bei Pain gesehen, du hast ihn ja auch wirklich gar nicht mehr durchschaut. So, du hast dir diesen Arc angeschaut, du hast diesen Kampf gesehen und du hast dich dann einfach gefragt, okay, so, wer ist das eigentlich? Wer ist Pain? Wie kann er sich denn so regenerieren? Was ist denn das Geheimnis hinter Pain? So, danach waren ja auch so, so viele Fragen. Dann noch die eine Sache zum Beispiel mit Hanzo. So, Hanzo wurde ja jemand als sehr, sehr krasses so aufgebaut. Also Hanzo war ja jemand gewesen, der die drei Sannins gleichzeitig auf einmal besiegen konnte. Und ja, Pain konnte den einfach so besiegen. Es gab ja auch so Statements zum Beispiel von einem Genin, glaube ich, aus Amegakure. Ja. Dass halt Hanzo besiegt wurde von Pain. Und Jiraiya war ja erstmal schockiert. Jiraiya hat sich gedacht, Hanzo ist tot. So, es ging halt auch so keine Infos raus aus dem Dorf. Es war ja komplett abgeriegelt. Genau. Das wollte ich auch nochmal sagen. Aber für mich ist auf jeden Fall Tale of Jiraiya auf jeden Fall so auf A-Tier. Auf jeden Fall. Ja, krass. Bis jetzt haben wir kaum Kontroversen. Also wir sind überall eigentlich relativ gleich. Ja, also keine Ahnung, ne? Also was soll ich dir sagen? So, ich glaube, wir haben so mehr oder weniger auch den gleichen Geschmack und so, ne? Ja, auch wenn ich sage, also ich glaube so, wenn man jetzt außerhalb von der Liste irgendwie was krass anders hat, dann hat man Naruto einfach mit anderen Augen gesehen. Was ich jetzt nicht als schlecht empfinde, weil klar, jeder hat seine Meinung. Aber ich glaube, so im Groben und Ganzen können wir das eigentlich schon auch so ein bisschen so bewerten, wie es, glaube ich, die Allgemeinheit sieht. Also wenn es da irgendwas gibt, was halt so wirklich, du meinst so, als also jetzt an die Zuschauer gerichtet, wo ihr so sagt, yo, das ist ja wirklich komplett anders jetzt in meinen Augen oder in der Allgemeinheit, schreibt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare rein. Wir interessieren uns ja auch eben dafür, wie ich meine, wir reden jetzt hier ewig darüber und hören uns natürlich auch gerne die anderen Sachen an. Ich meine, ich habe mir so viel Content zu Naruto gegeben, ich höre mir gerne alles Mögliche an, um darüber zu reden. Deswegen seid auf jeden Fall aktiv in den Kommentaren bei uns. Gerne, gerne. Ihr könnt eure Lieblings-Arcs einfach mal reinschreiben, welche Arcs ihr auch gar nicht mögt und sowas. Ja, genau, so auch so ein kleines Ranking oder so machen. Ja, genau. Okay, Faded Battle Between Brothers, okay. Faded Battle Between Brothers. Ich sag ehrlich, vielleicht denkt man das gar nicht wegen meinem Namen, aber nicht irgendwie Minato, so ist mein Lieblingscharakter, sondern Itachi. Deswegen hat der Rang, hat der Arc bei mir auf jeden Fall einen ganz anderen Rang, also... Okay, Itachi, also ja, Itachi, wie gesagt, mein Lieblingscharakter auf jeden Fall. Das ist schon heftig gewesen, was man da so alles mitbekommen hat. Deswegen so, Itachi davor hat mich eigentlich nicht gejuckt. Aber das war so der erste Step, wo ich langsam gesagt habe, so, yo, hä, cooler Charakter, vielleicht könnt ja der irgendwie krasser werden und so. Also da waren so die ersten so Mysterien ja geklärt. Im Endeffekt, gerade nachdem er gestorben ist, der Kampf war übelst cool. Du hast so diese übelst OP-Jutsu von Itachi gehabt. Du hast so trotzdem diesen Anfangsfight gehabt, noch in diesem Uchiha-Tempel, wo halt auch nur Uchihas hinkommen. Wo halt Itachi auch die ersten so Quotes, also Zitate gebracht hat, wo du dir so gedacht hast, okay, was meint denn der damit? So halt mysteriös wie immer.
Und ich sag mal so, das war so ein Fight, auf den haben ja alle gehofft. Also ich glaube, Itachi und Sasuke war ja der Fight. So, ich meine, wenn du jetzt Naruto geschaut hast, du konntest dir so nicht vorstellen, wo es eigentlich hingeht. Klar, okay, dann jetzt so frisch mit Jiraiya, wusstest du, okay, Pain wird gefightet und klar, alle Katsukis generell werden gefightet. Aber du wusstest ja so gar nicht, wo es hingeht bei Naruto, so was jetzt so auf dem Weg noch kommt und wen er genauso fetzt und was so das Ziel ist. So, der hatte so, okay, ziehen Hokage werden, passt. Aber Sasuke hat ja immer als Ziel, Itachi zu fighten und du warst so gesehen, hier ja, schon bei Sasukes Finale und... Keine Ahnung, es war einfach ein abnormal guter Fight. Du hast halt einfach die Rache gehabt, um dann halt einfach komplett auch als Zuschauer so zu bemerken, Digga, was eine Scheiße, habe ich mir eigentlich gedacht. Ich habe das nie hinterfragt. Itachi ist ja absolut der heftigste Scheiße und jetzt ist der dead. Guck mal, was ich auch mal so interessant fand, so auch jetzt auf den Kampf bezogen. So, es gab ja immer so das Argument, was ich auch immer so gerne bringe. Ey, Itachi, der war krank, der konnte nicht lange kämpfen. Bro, der Kampf gegen Sasuke ging gefühlt eine Ewigkeit, das als erstes. Ja. Also stimmt diese Aussage irgendwo nicht. Und ich weiß nicht, ob du das noch so in Erinnerung hattest. Es kam ja nochmal Orochimaru raus, ne? Ja. Und da war er in seiner Hydra-Form. Also ja. Du musst dir vorstellen, also Tsunade hatte ihr 1000 Healing Jutsu, also Healing Jutsu hatte sie ja gehabt. Ja. Die Reihe hatte ja Sage Mode. Mhm. Und Orochimaru hatte jetzt seine Hydra-Form. Also seine wohl Abstand stärkste Form. So. Und ein Itachi, weißt du, was Itachi gemacht hat? Ganz nebenbei? Nebenbei, ja. Also, nachhinein denke ich mir so, ey Junge, Itachi ist, ja, was ist das für ein Motherfucker? Also, ja, ja. Ich muss ja irgendwo selber realisiert haben, ey, klar, ich habe ganze Zeit trainiert, klar, ich bin stärker geworden, aber Itachi hätte wenn er wollen würde, hätte er mich besiegt. Ja, safe. Man hat ja auch gesehen, zum Beispiel ganz am Ende, man dachte ja auch zum Beispiel, Itachi ist ja böse und so. Und dann wie einfach, wo der die Schritte näher gekommen ist, wo Sasuke wirklich sich in die Hosen geschissen hat, und dann einfach so diese Zeichen macht, wo wir uns auch erstmal, glaube ich, gedacht haben, okay, was sind das denn eigentlich für Zeichen, so, was bedeutet das? Was meinst du genau gerade mit Zeichen machen? Also wo der ja seine Stirn berührt. Achso, ja, okay, aber du hast halt, klar, genau. Flashback, hattest du das im Flashback davor schon nicht gesehen? Ich glaube, also ich hatte das so in Erinnerung, dass es erst nachhinein so Boah, das weiß ich gar nicht, aber man hat ja auf jeden Fall gedacht, dass er da in dem Moment sich noch die Augen krallen will. Genau, das hatte ich mir auch zum Beispiel gedacht als Kind, dass er sich jetzt die Augen krallt. Aber hat er ja nicht gemacht, hat er das Zeichen gemacht, was er so als erwachsener Bruder so gemacht hat. Ja, genau, immer so halt auf den Stirn so drauf tippen. Und dann hast du gemerkt, okay, mit Itachi so, also scheinbar war das ja doch kein so schlechter Mensch. Ja. Dann gab es ja noch die Aufklärung von Tobi. So was Itachi wirklich, also wer Itachi wirklich war, dass er seinen Bruder wirklich über alles geliebt hat. Also es war schon so sehr, sehr ikonisch. Deswegen war das ja auch der Moment gewesen, wo jeder auch angefangen hat, Itachi zu lieben. So. Ja, also bei mir war es nicht ganz der Moment, wo ich angefangen habe. Der kam ein bisschen später, aber ich habe ihn auf jeden Fall da schon sehr gefeiert und dachte mir, der, okay, das ist ja, was der hat alles auf sich genommen, das ist ja abnormal. Und ich sag ehrlich, ein bisschen verwirrt war ich aber auch natürlich, wie dann Obito da, einfach als Tobi noch dem Amaterasu entkommen konnte. Also da war auch sehr große Verwirrung bei mir. Ich dachte mir so, das war's ja mit dem. Zwei Sachen, entweder hatte der Izanagi oder er hatte Amaterasu. Ja, Amaterasu, allerdings Kamui meine ich. Ja, Safe Kamui. Ich glaube nicht, dass er dafür Izanagi benutzt hat. Aber trotzdem, so zu dem Moment wusstest du das halt nicht, weil so, what the fuck ist hier passiert? Da hat der Amaterasu abbekommen, du dachtest ja, okay, so what the fuck, so, ne, so, okay, der ist jetzt weg. Und auf einmal kommt der so ganz normal hier, ja, ist nichts passiert. Ja. Okay. Wie würdest du jetzt einen Arc ranken? Wie würde ich einen Arc ranken? Also, Itachi ist schon sehr krass. Also ich würde auch sagen, hier, das ist halt auf jeden Fall auch ein A-Tier. Also für mich, gerade wie gesagt, als Itachi-Fan, so wenn wir uns im Nachhinein anschauen und dass er so gesehen eigentlich erstmal Sasukes Highlight war, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall auch bei mir erstmal ein A-Tier. Okay, ich hab's auf S sogar. Auf S, okay, krass. Auf S. Also für mich war das wirklich einer meiner Lieblings-Arcs, so ich würde schon sagen Top 3. Aha. Ne, einfach wegen dem Kampf und so und wie das Ganze dargestellt wurde, auch emotional, auf emotionaler Basis. Der Kampf war sehr, sehr gut gelungen. Du hast neue Fähigkeiten gesehen. Du hast gesehen, okay, wie stark eigentlich Itachi war. So, er war wirklich ja kurz davor zu sterben, er war blind. Trotzdem klappt er einfach so ganz nebenbei Orochimaru.
So, das fand ich auch immer so Power-Scannings-technisch fand ich das extrem krass. Also er und Pain waren zu dem Zeitpunkt wohl wahrscheinlich von dem, was wir gesehen haben, ganz, ganz oben mit dabei. Safe, mit Obito halt oder Tobi halt, weil man sich halt gedacht Obito hat... Obito wusste ja nie so, was er so konnte. Du wusstest, okay, der Typ scheint ein Mysterium zu sein. Aber er war unantastbar, muss man halt sagen, ne? Ja, fühlt schon. Weißt du, so ein Zetsu, der war halt da, aber du wusstest nichts über den. Bei Tobi oder Obito, ja, spoilert, wusstest du halt auch nichts direkt, aber du hast halt gesehen, der kann was, weißt du, so ein Zetsu, ja okay, der war halt im Boden mal drin, aber Tobi, der hat halt mal gezeigt, was so abgeht, ne? Ja, das stimmt. Ohne mal wirklich zu zeigen, so ohne jetzt mal auch wirklich so aktiv zu sein. Ja. Ne? Also ohne wirklich zu kämpfen, hat er gezeigt, was er so kräftetechnisch alles so kann. Das fand ich schon sehr, sehr interessant. Ja, komplett. Genau, okay. Der Pain Arc, ne? So, also ich sag mal so, das, was du jetzt gerade gesagt hast mit S-Tier, also da bin ich ja gespannt, ob das jetzt auch bei dir S-Tier ist, weil ich muss sagen, von dem Ganzen eben Golden Era, wie ich es gesagt habe, ist halt für mich dann eben das S-Tier. Also da kannst du ja mal gleich mehr dazu erläutern, aber das ist auf jeden Fall mein zweites S-Tier neben den Schulen-Exams. Was sagst denn du jetzt dazu? Wie würdest du es ranken? Nee, ich würde es andersrum ranken. Du hast ja zum Beispiel, ich habe ja gesagt, der Kampf mit Itachi und Sasuke würde ich auf S packen. Du hast gesagt A, also auf A-Rank. Ich würde es andersrum machen. Also ich würde es machen, so zum Beispiel, du hast es ja so gemacht, dass du Pain auf S packst, ich packe ihn einfach auf A. Ja, okay, krass. Krass, sag ich ehrlich. Ja, ich fand den Arc sehr, sehr geil. Ja. Aber würdest du mich fragen, so, okay, Naruto oder Sasuke, ich würde, glaube ich, eher zu Team Sasuke tendieren. Okay. So, aber ansonsten, also ich fand den Arc auch sehr, sehr geil. Du hast Sage von Naruto gesehen, du hast Pain gesehen, der einfach ein ganzes Dorf nebenbei zerstört hat. Jo, du hast den Kampf gegen Kakashi gesehen. So, du hast auch die anderen Sakumo Kämpfe hast du gesehen. Gehabt. Du hast Sakuma... Wie bitte? Sakumo hast du auch gehabt. Ja genau, den hast du auch ganz kurz gesehen. Du hast Konohamaru gesehen, dass er einfach einen Pain-Körper einfach besiegt hat. Das fand ich auch sehr, sehr krass. Prime Konohamaru. Ja, also das, was der Boruto gezeigt hat, kam nicht mal ansatzweise daran, aber nur gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Ja, was ich, also Sage von Naruto war auch nochmal eine komplett andere Ebene, ne? Also auch kräftetechnisch und so. Du hast aber trotzdem am Ende gesehen, okay, Pain ist nochmal auf einem komplett anderen Level. Klar, aber ich sag ehrlich, Sage Mode Naruto, wir haben ja vorhin im ersten Part schon gesagt, ne? Naruto mit Gamabunta Hokage Level, also jetzt ohne Gamabunta und alle drumherum vertraute Geister, finde ich ab Sage Mode Naruto ist er für mich single-mäßig Hokage Level. Bro, ich sag dir eine Sache, also Sage von Naruto konnte im Krieg gegen den dritten Raikage gewinnen und das war ein Schattendoppelgänger. Das ist krass, ne? Das muss man sich mal reinziehen. Also Sage, du kannst auch einen Case machen, dass zu dem Zeitpunkt Naruto stärker ist als Jiraiya. Den Case kannst du wirklich machen. Ja, safe. Ich meine, Naruto konnte Sage Mode beherrschen, was halt Jiraiya nicht konnte. Ja, also nicht mal Minato. Minato sagt ja selber, dass er Sage Mode nicht perfektioniert hat. Ja. Und sein Sohn konnte das einfach, ne? Also, der konnte auch den Modus relativ lange aufrechterhalten. Der konnte auch mit Prep-Time, muss man auch sagen, gegen ein Pain wirklich sehr, sehr gut mithalten. Also, du könntest auch da den Case machen, dass Sage und Naruto gemeinsam mit Gai der stärkste Ninja ist aus Konoha. Zu dem Zeitpunkt definitiv. Also, ich sag, ab dem Moment, klar, du hast Sasuke jetzt all out gesehen, bis zu dem Zeitpunkt, aber ab dem Moment, finde ich, würde Naruto Sasuke zerfetzen. Also... Ja, sehe ich auch so. Also ich zum Beispiel, also wir haben ja den Kampf später nochmal gesehen, also den Kampf in Anführungszeichen, wo Kakashi gegen Sasuke gekämpft hat. Und danach kam ja Naruto, hat sie ja gerettet. Und ich finde aber schon, dass ein Naruto stärker war als ein Mangeku Sharingan Sasuke. Glaube ich auch. Du hast ja nicht nur Sage Mode, du hast ja Rasen Shuriken, hast du ja auch noch. Ne, also du hast wirklich, also bis auf den Kyuubi Mode, siehst du ja schon Naruto auf seinem Peak. Ja, voll. Und Sage muss ich auch ganz ehrlich sagen, Sage ist auch eine extrem geile Form. Ja, absolut. Ich bin vom Aussehen her eigentlich quasi schon fast das Beste. Ja, fühle ich auch. Also was man natürlich auch nicht vergessen darf, klar, Team Guy war jetzt nicht dabei, halt dann wäre halt der Fight, glaube ich, vielleicht sogar relativ schnell vorbei gewesen mit Guy, 8 Gates. Ja. Keine Ahnung, es gab reicht halt eigentlich sogar, oder was sagst, reicht dir eigentlich sogar, wenn du auf 7 Tore geht und einfach Naruto unterstützt, so. Ja, safe. Also wirklich abnormal, gerade auch noch mit Rock Lee, vielleicht 6 Gays, also so ein Kombi. Ich glaube, die würden da alles zerfetzen. Also da wäre definitiv schneller geendet, deswegen war es ganz gut, dass die eben nicht da waren.
Ja, Naruto-Training war ganz cool, also fand ich schon cool mit Fukasaku. Mhm. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, was natürlich auch ein Teil des Arcs ist, der halt auch einer meiner Lieblingskämpfe ist, ist halt Sasuke, der komplett auf die Schnauze von 7 Schwert das Steel Killer Bee bekommt. Also wirklich, das war ja geisteskrank, ist ja, glaube ich, schon eine kleine Parodie auch an One Piece, aber wirklich Killer Bee mit seinen 7 Schwertern da, wie der komplett Sasuke auseinandernimmt, der ein Itachi, auch klar, wenn er jetzt so halt geschwächt war, aber der den Itachi und den Orochimaru gefetzt hat, wird dann so dumm und dämlich von Killer Bee zerfetzt und hat wirklich nur überlebt, weil er Karin und Yugo als seine Healer da hatte. Also ist ja geil, also wirklich abnormal, wirklich. Also der Kampf war halt sehr heftig. Wohl bemerkt, Killer Bee in seiner Baseform. Ja, komplett. Also war in der Lage gewesen, ein Sasuke beinahe zu töten. Also er hätte ihn sogar umgebracht, wenn nicht die anderen da. Wäre das ein reiner 1 gegen 1 Kampf, hätte Sasuke keine Chance. Niemals, komplett wäre der down gewesen, komplett. Weil auch einfach, du hast einen Jinchuriki, die kontern einfach Sasuke. Was will er mit seinen Genjutsus machen? Bringt nichts. Mhm. Amaterasu, Bro, bringt nichts. Das Einzige, was du benutzen kannst, ist so ein bisschen dein Susanoo, was er halt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gut benutzen konnte, weil er halt langsam blinder geworden ist und er hat halt noch nicht das perfekte Susanoo. Also in dem Moment, eigentlich im Jinchuriki, der ein bisschen Kontrolle über sein Bijou hat, der zerlegt ihn. Und vor allem Killer Bee war ja auch sehr, sehr stark. Also ja. Sasuke hat ihn ja mit einem Genjutsu belegt. Dann hat man okay gesehen, okay, hier Killer Bee ist irgendwie down. Dann dreht sich Sasuke um, kriegt erstmal ein Lariat. Da wo sein kompletter Brustkorb einfach aufgegangen ist. Ja, ja. Ne? Und klar, am Ende hat er sich einfach versteckt, hat ja auch ein bisschen getrollt. Ja. Aber Spigetz konnte nichts gegen ihn machen. Dann gab, ja genau, der war ja in seiner komischen Wasserform, aber der selbst hat er nur gesagt, okay, rennt weg, ich halte ihn so lange auf. Yugo konnte gar nichts machen, also die hat er wieder gar nicht ernst genommen. Sasuke hat gegen den gekämpft. Und was macht Killer Bee? Der schreibt sich einfach einen Rap-Song irgendwie auf. Also, der ging ja komplett mit Respekt, der hat sich gedacht, Digga, wer bist du denn eigentlich so? Klar, so später hat er ihn ja auch anerkannt. Das schon. Aber, also, Killer Bee war auf einem komplett anderen Level. Kann man auf jeden Fall sagen. Also, ich fand die Fights abnormal. Ob jetzt eben Sasuke, der jetzt dann wieder eben auch seinen Downfall hat, weil er halt aufs Maul bekommt und dann hast du halt Naruto, der halt endlich wirklich sein Up bekommt. Vor allem, er hat im Endeffekt ja den, also ab da ist er sogar, finde ich, einfach auf doppelten, aus dem doppelten Sinne heraus der Hokage, weil er halt einfach nicht nur die Stärke erreicht hat, sondern halt eben diesen ganzen Respekt, den du brauchst, um Hokage zu werden. Wer hätte, wenn man jetzt theoretisch gesagt hätte, okay, Kakashi bleibt down, dann so existiert nicht, Tsunade ist down und ja, Jiraiya hat halt keinen, oder ist ja auch down, so, und Naruto wäre ein bisschen älter gewesen, wer hätte gesagt, yo, Naruto, der wird nicht der nächste Hokage, wer hätte gesagt, so, man hätte jedem sagen können, yo, wir müssen als nächstes Hokage nehmen, jeder hätte gesagt, Naruto, der hat unser ganzes Dorf gerettet, alles, es gibt gerade keinen, der stärker ist als er, es gibt niemanden, der so respected wird von allen. Er ist der Underdog, ist aber nett zu allen, er trollt nicht mehr rum und bemalt irgendeine Scheiße. So, was hätte jetzt dagegen gesprochen, weißt du? Deswegen, also Naruto hat sich deinen Respekt dazu geholt, wird aber natürlich auch einfach, das ist ja auch der Höhepunkt von dieser eben Golden Era, du hast so diese Rache-Aspekte gehabt und dann hast du Naruto, der einfach, im Prinzip, klar, ist im Endeffekt Obito so, der dunkle Naruto, aber du hast einfach einen Naruto, quasi, der in Angamigakure aufgewachsen wäre, als Pain. Also es ist trotzdem eine andere Form einfach von Naruto, die halt einfach nur das, da, ja, halt einfach so seinen Willen aufgegeben hat und deswegen im Endeffekt so runtergegangen ist, als so schrecklicher Herrscher über sein Dorf, während halt Naruto ab dem Moment halt zu dem krassen Herrscher hätte werden können, wenn es halt eben nicht die ganz andere Leute gegeben hätte und halt einfach, so gesehen, die Rache, die es ja gab, einfach drüber stehen konnte und den Weg von Jiraiya verfolgt hat. Genau, was ich auch noch sagen wollte, ich muss mich korrigieren, also Pain of Sorrow packe ich auf jeden Fall auf S-Tier. Mir ist einfach wieder aufgefallen, wie geil der Arc einfach war und auch zum Beispiel am Ende, wo Naruto wirklich fast auf Boden war, da kam Kakashi, hat ihn erstmal hochgeholfen und dann das ganze Dorf, was ihn einfach abgefeiert hat. Ja. Also Naruto ist ja wirklich, egal wie schwer es war, er ist seiner Linie treu geblieben und am Ende das erreicht, was er eigentlich immer erreichen wollte, die Anerkennung seines Dorfes. Ja. Und den Killer-Bee-Kampf habe ich eigentlich komplett irgendwie, keine Ahnung, vergessen, bin ich dir ehrlich. den Kampf fand ich auch extrem geil. Ja, einfach S-Tier. Also geistkrank wirklich, also da sind so viele coole Dinge passiert, so viel auch tot und dann wiederbeleben und alles, also geistkrank. Mhm, genau, genau. Du hast es ja auch zum Beispiel am Anfang, okay, Kakashi ist jetzt tot. Ja. Und dann kam er einfach wieder so. Okay. Also das nächste haben wir genau, als nächstes haben wir den, das 5-Kage-Summit.
Ja. Genau, ich hab's jetzt schon mal platziert. Oh, okay, ja, ich bin gespannt. Warte, ich platziere auch mal blind und lass mal auch drei sagen, wo wir es platziert haben, okay? Okay. Okay. Ja, okay. 1, 2, 3. B. Ah. Okay, ja. Okay. Also ich kann mal von meiner Seite aus sagen, ich fand es eigentlich extrem geil, dass wir auch mal die anderen Kage gesehen haben, auch in Aktion. Dass wir auch gesehen haben, okay, die anderen Kage hatten auch alle irgendwo was drauf. Und auch von den ganzen Fähigkeiten haben sie sich auch schon extrem unterschieden. Du hast den Raikage gesehen, der einfach wirklich so wild umher eigentlich so wirklich jeden Reckless einfach umbringen wollte, gefühlt. Da wollte er wirklich Sasukes Kopf haben. Und du hast wirklich einen Sasuke gesehen, der wirklich auf alles ein, auf gut Deutsch gesagt, ein Fick gegeben hat. Also, ja. Der hat sich ja wirklich mit jedem, klar war es auch ein bisschen dumm, aber der hat sich ja wirklich mit jedem aus dem, mit allen hat er sich einfach angelegt, so, weißt du? Ja. Leute umgebracht, denen war das komplett egal. Eine Karin, die gesagt hat, okay, hier Sasuke Chakra wird irgendwie dunkler. So, das ist ja nicht mehr das Sasuke von früher. Da legt er sich irgendwie, keine Ahnung, der legt sich mit dem Raikage an, der legt sich mit Gaara an, der will Danzos Kopf, der will dann Kampf später nochmal mit Danzo. Also dort ist alles dabei. Du hast auch vorhin gesehen, dass Sasuke während des Tages, oder während des, ja genau, während des Tages und dann später der Kampf gegen Danzo, dass er wirklich sehr, sehr stark geworden ist. Also du hast ja wirklich seine ganze Entwicklung gesehen, du hast einen Sasuke gesehen, der wirklich wortwörtlich über Leichen geht, selbst wenn es seine Freunde sind. Und dass er zum Beispiel eine Karin einfach wirklich durchlöchert hat, dass er den ja gar nicht interessiert. Dann noch mein Obito, der einfach, also ein Tobi in der Anführungszeichen, der einfach wirklich so an der Ecke stand und sich das einfach so ganz gemütlich angeschaut hat. Und dann nochmal Onugis Jinton, wo du dir gerade erstmal gedacht hast, okay, was ist das für eine Fähigkeit? Sasuke ist ja tot. Und dann kommt einfach Obito so, das interessiert ihn ja gar nicht. Und ja, fand ich sehr, sehr cool. Also ich habe gerade nochmal so ein bisschen auch nebenbei gerecapt, was so alles in dem Arc passiert ist. Und der ist ja auch gigantisch lang, Alter. Also da passieren ja abnormal viele Sachen. Da ist jetzt nicht so der Fokus auf eine Thematik, wie jetzt beim Pain Assault oder so, sondern passiert ja abnormal viel. Also da ich sage auf jeden Fall, von all den B-Tiers geht es auch sogar für mich sogar über Akatsuki Suppression Mission. Also es ist auf jeden Fall der krasseste B-Tier-Arc, weil du hast erstmal Naruto, der auch für Sasuke auf die Fresse bekommt. Dann auch den Kniefall, wo er darum bittet, ja, bitte verschon Sasuke, ich kann alles noch regeln. Dann so mit dem von Shisui, dem Sharingan, dass er das irgendwie halt hier in die Wege leitet, dass Mifune für ihn stimmt bei der Kage-Konferenz. Du hast die Kage-Konferenz, die echt cool ist, weil du, wie gesagt, die Hokage, oder die Hokage, die Kage das erste Mal siehst. Und auch so die alle mit ihren Bodyguards und so, wo die herausspringen, wo halt irgendwie der Raikage auf den Tisch haut. Also es war schon sehr cool. Du hast ja Tobi, der einfach mit Naruto mal den ersten Talk hat. Du hast eben den Fight, wo ja einfach auch der Raikage seinen Arm einfach mal so nebenbei einfach auf ganz entspannt opfert, wegen dem Amaterasu. Du hast Sasuke versus Gaara, so ein kleines Rematch, wo auch so Gaara sagt so, yo, Sasuke, ich gebe dich auf, und ja auch später zu Naruto sagt, dass er Sasuke bitte aufgeben soll, dass er da nicht mehr dran glaubt. Du hast eben dann auch Tobi, der einfach sagt so, okay, let's go, wir starten den Kick Abfahrt. Dann hast du natürlich auch wieder so Comedy pur mit dem Raikage, der so erfährt, yo, Killer Bee ist ja noch alive, und dann komplett auch ausflippt. Dann haben die ja auch noch den abnormal coolen Fight gegen Kisame. Den habe ich sogar vergessen, by the way, bei Ding, bei der so, wie heißt denn der? Digga, mein Gott, wir haben so viel gearbeitet. Kasekage Rescue Mission, da hast du ja auch schon voll einen coolen Fall von Kisame. Also der hat natürlich auch nicht zu kurz kommen. Ob jetzt da gegen Guy oder hier gegen eben den Raikagen und B. Also auch richtig cooler Kampf gewesen. Wo im Endeffekt ja komplett das Lariat auch ihn zerfetzt hat. Dachte man zumindest erstmal. Und dann hast du natürlich jetzt einen der uncoolsten Moves in ganz Naruto, finde ich. Mit Sakuras Liebesgeständnis. Der war nicht so wild. Aber war natürlich trotzdem halt einfach für den Impact der Story cool. Dann Sakura, die sich natürlich nebenbei versucht hat, irgendwie noch Sasuke zu stellen, was jetzt auch nicht so nice war, das hat schon ein bisschen abgefallen, aber dafür hast du halt einfach diesen geilen Fall von Sasuke gegen Danzo, wo du auch nochmal kurz so ein bisschen so ein Flashback siehst, wie halt eben Hiruzen der dritte Hokage wurde, und du ein bisschen sowas von Izanagi schon mal siehst. Also all in all sind da so viele coole Sachen passiert. Ich glaube, jetzt habe ich locker 2 Minuten einfach nur erzählt, was so grob passiert ist, und das ist also schon wirklich eine Bombe, also muss ich sagen. Also ich sehe keinen Grund, wieso es irgendwie unter B-Tier sein sollte.
Genau, was auch noch, glaube ich, du vergessen hast, oder ich das vielleicht auch ganz falsch in Erinnerung habe, da ist ja Tobi nochmal zu Naruto gegangen, hat der alles über Itachi erzählt. Ja. Weißt du das noch? Ja, das habe ich gesagt. Achso, okay, dann perfekt. Ja. Alles gut, du hast auch alles genannt, also ich stimme dir hundertprozentig zu. Ja, also war schon cool. Da hat Yamato auch so voll übertrieben. Vor allem, ihr solltet auf Naruto aufpassen, juckt Naruto nicht. Er geht natürlich trotzdem los, um dann halt wenigstens Sakura gerade noch so zu retten, die ja hier sonst einfach gestorben wäre. Mhm, das stimmt. So Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Ansonsten schaut auf jeden Fall bei Seba Namikaze vorbei. Er wird den dritten Part bald hochladen, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ansonsten Leute, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und passt auf euch auf.